Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintern und ihr seht, Team Eskalation ist wieder dabei, weil ich habe herausgefunden, wo wir hin müssen und ich habe auch gemerkt, dass, da müssen wir hin, dass wir unsere Skills da rein müssen, weil die einfach nicht durchpassen werden. Ja, die Gangling Anthropolis, in keinem Punkt ist das sogar. Wunderschön, oder? So, da habe ich mir gedacht, ja, ich renne jetzt nicht mit irgendwelchen niedrigleveligen Leuten rein, damit ich das dann nochmal machen muss. Also machen wir das. Hey. Okay. Huch. Habe ich die Schlüssel dafür irgendwie schon mal sonst eingesammelt, oder? Okay, Tatsache. Oh, die Leute hier sind richtig krass vom Level her. Ich habe jetzt keine Lust auf Kämpfe. Ich schleiche mich jetzt hier einfach schön supermäßig durch. Ach du heilige Scheiße. Nee, was ist jetzt der richtige Weg? Lakaien auf Level 54. So Dinger. Ich nehme mal nicht so in die Richtung. Okay, was ist der Path of Least Resistance? Bei hinter der Tür da hinten könnte natürlich auch was Cooles sein. Kann ich nicht einfach da an dem Ding vorbeischleichen? Ah, ich kann sehr gut. Okay. Dann wollen wir mal. Wie gesagt, ich glaube heute, wenn wir wirklich, so wie es aussieht, so wie es aussieht. Moment, halt, stopp. What the hell just happened? So, ihr wisst, wie ich, glaube ich, vor einer Weile erzählt habe. Ja, halt, stopp, Moment, so. Besser. Dass ich mit, jetzt basically einfach mit Mikro und kopflos. Na, kopflos, ja, fast. Drahtlos Kopfhörern aufnehmen kann. Ja, die drahtlos Kopfhörer haben sich gerade verabschiedet. Ich muss sie jetzt laden tun. Und jetzt habe ich halt den Ton asynchron, weil ich jetzt via Computer hören muss. Was ich jetzt nicht so geil finde, aber gut. Vor allem kann ich so nicht so gut auf Dinge reagieren, aber gut. Team Eskalation ist bereit, euch allen zu zeigen, wer hier der Boss ist. So, schwanken. Und so. Gut. Jetzt ein bisschen unpraktisch. Aber naja, was soll's. Hey, Sandy, kommt dann so richtig krasses, schrilles Irina? Piepsen? Ich frag mich nur, what the hell? Okay, Kumpel. Ich finde das gerade jetzt nicht so gut. So, aber wir stehen noch. Das ist also noch ganz gut. Okay. Abwehrhaltung werde ich jetzt nochmal lassen, weil ich bin noch nicht in Gefahr. Und es halbiert hier meinen Angriff. Kann man jetzt nicht so gut gebrauchen. Ah, nein, so ein Gegner. Gut, dann wollen wir mal diese wunderschöne Technik einsetzen. Holy shit, wie viel... Jo, Nagi, danke dafür. Gut. Kabitschwert. Oh, aha, der Defenianische Schlüssel Nummer 1. Mein Riecher für solche Dinge lässt mich nicht im Stich. Elektrisierter Cayenne. Okay, jetzt aber vorsichtig. Ach du Scheiße. Muss ich da vorbei? Scharnax Seider. Er scheint aber nicht auf Optik Dingsel zu sein, aber ich habe so das Gefühl, dass wenn uns irgendeiner jetzt sieht, irgendeiner von den Marnucken oder so, dass uns dann der Seider hier angreifen wird. Also werden wir uns jetzt einfach mal schön vorsichtig vorbeischleichen. Heilige Scheiße. Aha.
Definianisches Schlüssel Nummer 3. Das heißt, uns fehlt wahrscheinlich noch Schlüssel Nummer 2 und wenn ich Pech habe, gibt es noch einen Schlüssel Nummer 4. Ein Seider. Oh Gott, da muss er echt Level 90 sein, um den Ratzifazzi irgendwie platt zu machen. Ja, ich glaube, das sind Galdrim. Finde ich jetzt nicht so geil. Na gut, ich guck nochmal. Ich schleich mich schön. Ein bisschen vorbei und guck, ob ich vielleicht noch irgendwo ein gutes Objekt sehe. Falls ja, Falls nein, yay! Kann ich da hinten durch? Scheiße, ich kann nicht da hinten durch. Echt nicht? Okay, geht nicht. Ich kann mich nicht ganz zerdingseln. So. Okay, ich... Aber Schlüssel 1 und Schlüssel 2... Schlüssel 3 waren das jetzt. Wo ist dann Schlüssel 2? Vielleicht auf der anderen Seite. Aber das sind Marnucken. Finde ich jetzt aber nicht so geil. Vor allem nicht, da hier ein riesig fetter Tyrann auf Level 84 rumsteht. Nee, das ist einfach ein Objekt da hinten, aber ich sehe rein theoretisch nichts Rotes. Ich wage es mal noch auf die Seite zu gehen. Vielleicht noch vier irgendwie zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das echt nicht der Fall ist. Und das auch nichts. Na gut. Ich werde jetzt einfach mal meinen Instinkten trauen und hoffen, dass wir den nächsten Schlüssel noch irgendwo finden. Und tschüssi. So. Oh, goodness. Wow, das ist aber echt cool. Man muss einfach so ein... eine Ganglion-Basis infiltrieren. Damit man die Definianerin besiegen kann. So, würde ich da runterjumpen? Ach, ich kann da auch so runter. Da ist eine Definianerin. Da hinten ist irgendwie ein Prize. Ich würde auch nur gern gucken, ob hier Schlüssel sind, ne? Okay, wisst ihr, was wir... Springen einfach mal von hier aus runter. So. Gott, ist das... dumm, wenn das asynchron ist. Da ist Ekmöver. Aber ich sehe hier auch keine roten Objekte, was an sich ja nichts bedeuten muss. Ne? Mit der Divinianerin da oben werden wir wahrscheinlich noch fertig. Die gerade durch die Luft läuft. Gut, läuft. Falls hier doch noch irgendwie... Rotes ist, wüsste ich das gerne. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich muss sie ja schon fast ausschalten, ne? Ja, wobei. Vielleicht kann ich mich da einfach irgendwie vorbeischleichen? Hehehe. Bei Schleichen, ja gut, Schleichen kann man das jetzt so nicht nennen, aber es hat funktioniert. Ne? Yo. Krass. Und jetzt nochmal an dem Ding. Ah, ich sehe, wo der zweite Schlüssel ist. Da oben. Die Frage ist natürlich, wie komme ich da oben hin? Ich will jetzt nicht gegen den Buben catchen. Ich darf ja nicht mit dem Scale rein. Das muss da einen locker flockigen Weg hingeben. Okay, der Puge bleibt dort irgendwo. Na gut. Dann wollen wir mal. Nanok Dynamo. So, schwanken auf dem Boden mit dir. Und dann ist eine schöne... Was? Was? Das hat ihn nicht umgelegt? Ja, gut. Okay. Wollen wir mal.
Oh, die Asynchronität stört richtig krass. Aber diese Technik ist so gut, ne? Wird umgeworfen und... Das soll es jetzt gleich gewesen sein. Und tschüss. Ja, gib noch ein paar XP. Auch nicht so schlecht. So. Ich hab's da oben gesehen. Ich muss irgendwie oben hin. Vielleicht gibt's einen Port, aber... Ich mag nicht, was das impliziert. Oder? Hey, komm schon. Ich hab da was Rotes gesehen. Ich meine, ich wüsste ja nicht, wie ich sonst da irgendwie hochkommen soll. Und uns fehlt ja noch ein Schlüssel. Oder habe ich das wirklich da oben gesehen? Könnte natürlich auch sein, dass ich mir das Ganze nur einbilde. Ich habe nur einen Gegner gesehen. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube eher, ja, dass es so war. Na gut. Dann wollen wir mal. Oh, das hat leider nicht so viel. Das ist leider nicht so cool, wie wenn man mit der Sense einen schönen Hieb machen kann. Aber gut. Ja, Nahkampf, sehr gut. Und der andere ignoriert uns einfach wunderschön. Ja, das ist doch... So. Okay, er ignoriert uns nicht mehr. Gut. Ja, okay, das ist schon eine coole Mission, muss ich schon zugeben, ja. So. Ich würde ja gerne jetzt einen Melee Strike machen, aber ich kann gerade nicht. Jetzt kann ich. So. Gut. Das ist eigentlich doof, was ich nicht so cool finde. Gerade jetzt ist, wie ihr wahrscheinlich relativ viele Kämpfe haben. Und Kämpfe tun es immer ein bisschen stretchen. Ich meine, XP ist ja alles gut und schön und so, aber... So. Nein, das Ding ist wirklich dort! Verdammt. Aber... Am I supposed to get there? Gezieltes Jumpen, ja klar, aber... Ach du Scheiße. Okay, gut, wir müssen jetzt dorthin. Da muss ich wohl mit dem Kopf durch die Wand. Wobei, ich glaube, ich hätte eine Idee. Komm schon. So. Ach, verdammt. Ich komme überall hoch. Das hat mich Skyrim damals schon gelehrt. Okay, ja, gut. 52, 52 und 54. Was ist das Ding jetzt? Ah, da. So. So, hier, Kumpel. Das hier und den hier. So. Okay, gut. Hoffentlich gibt es nicht vier Schlüssel, weil sonst... Sonst bin ich traurig. Wenn es vier Schlüssel gibt, bin ich traurig. Und zack. Also, was könnte ich euch denn jetzt gerade erzählen, während wir hier groß am Kämpfen sind? So. Ich war bei The Legend of Zelda. Symphony of the Goddesses letztens. Anfang Oktober bei uns. Und es war super. Also, falls ihr Musik mögt und Zelda mögt, falls ihr irgendwie an das Symphony gehen könnt, es lohnt sich wirklich. Es ist eine schöne Experience. So. Und dann im voraussichtlich nächsten April, Mai oder so, wann auch immer das ist, weil ich dann wahrscheinlich auch zu Distant Worlds, zu dem Ding von Final Fantasy gehen. Ist auch so ein Orchester-Dings. Gut. Kleiner Einblick in Charus geekiges Leben. Letztens hatte ich mal eine Diskussion mit... Schlüssel Nummer 2. Gut, das freut mich. Wäre es 4 gewesen, hätte ich mich nicht so gefreut.
Aber es ist so fies. Das Spiel sagt dir nicht, dass du das suchen musst. Das Spiel sagt einfach irgendwie, ja, begib dich zu Antropolis. Weiter, ja, findest du schon selbst raus. Das ist natürlich die Frage, welchen Weg ich nehmen will. Den da oben oder den da unten? Da unten, ich weiß nicht, ob auf der Treppe noch irgendwelche Gegner lauern. Treppe. Ja, das ist definitiv eine Treppe. Mhm. Oh, muss ich ja durch den Bogen auf Level 54 durch. Da habe ich jetzt echt keinen Bock. Aber je nachdem, wie ich hier unten lande, muss ich auch noch durch Gegner durch. Da habe ich auch nicht wirklich Bock. Ach komm, nehmen wir den direkteren Weg. Hoffen, dass uns niemand sieht. Nicht, der wird nicht wirklich der direktere Weg. Wisst ihr was? Hm. Vielleicht schaffe ich es mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss aber nur weit weg genug hin. Komm. Hm. Okay, nein, sie verfolgen uns. Hartnäckig finde ich nicht so gut. Nee. Na gut. Dann übertreiben wir wohl ein bisschen. Ja, immer dieses, will ich jetzt wirklich das machen? Dann turns out, ist das doch nicht das Beste gewesen ist, was man hätte machen können. Elmer? Ach, der Pugel gehört auch noch mit an. Hm. Wunderschön. So, und ich fände es super, wenn wir uns jetzt alle auf den gleichen Gegner konzentrieren würden, aber... Gut, dann werden wohl ich und immer den Gliedern kletten und Lin kümmert sich um den anderen Typen dort hinten. Oh, ich will übertakten. Gut. Dann wollen wir mal. So. Boah, ich habe so lange nicht mehr übertaktet, ne? Zack. Zack. So. Ja, gut. Ich habe mich gerade nicht wirklich konzentriert. Aber hey! Oh, ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich müde bin, aber... Was kann man denn tun? Oh, gerade das gute Lied. Also, falls ihr mal irgendwie coolen... Irgendwie... Keine Ahnung. Gerade Freizeit habt oder so ein Scheiß. Lest euch mal die Lyrics zu den Battle-Songs in Xenoblade durch. Die sind echt... Die haben was. Die Rina ist wieder am Boden zerstört. Hm, wunderschön. So. Naja, ich hab die den Sommer durch echt nonstop durchgehört. Oh, jemand hat die Rina wiederbelebt. Sehr gut. Ist ja auch ein. Ja, sie ist eigentlich nicht Part von Team Elmer, aber. Sie ist auch noch ein cooler Charakter. Jo. Ich würde jetzt einfach gerne weitermachen können. Bitte? Apropos, Fun Fact, in Xenoblade Chronicles, wenn so ein Aufruf kommt, wird... Lin? Hat sie gerade irgendwas falsch in ihrer Waffe gehabt? Okay, whatever. Da gibt es halt immer so ein, also die Zeit wird verlangsamt, damit man das auch schön erwischen kann. Das haben sie hier in Eskalation eskalieren lassen, bitte. Lass mich alle Schlüssel haben. Cutscene, ich glaube, das ist was Gutes. Hast du es geschafft, den drei Schwestern vorzustoßen? Was? Da ist eine Barriere, die dir den Weg versperrt? Hm. Diese Sicherheitsmaßnahme gab es bereits, als ich das letzte Mal dort war. Du brauchst drei Schlüssel, die zum Teil von den Definianerinnen und zum Teil von den Milsadi verwahrt werden. Aber sicher haben sie nicht damit gerechnet, dass es jemand bis in ihren Stützpunkt schafft. Wahrscheinlich liegen die Schlüssel dort einfach herum. Wenn du die Schlüssel hast, sollte es ein leichtes sein, durch die Barriere zu den Schwestern zu kommen. Habe ich genug? Oh, alle freaking, du essen nur drei.
Gut. Außer jetzt heißt es an der zweiten Barriere. Nee, Kumpel, du brauchst. Also da habe ich erstmal jetzt keinen Bock zu. Bock drauf. Also es ist die Richtung, in die ich scheinbar gehen muss. Ja, vielleicht muss ich dort oben hin. Mir gefällt nicht, wie das hier gerade aussieht. Oh, das wird ein harter Kampf. Oh, ich darf daher nicht... Autsch. Vergessen, das Zeug rauszuschneiden. Natürlich muss ich da durch. Ah. Okay, es könnte schlimmer sein. Es könnte eine Sammelmission sein, bei der ich 99 Items finden muss. Hm. Also so gesehen... sind wir schon die Lacker. Achso. Jet Shred. Na gut. Wollen wir die Teile mal auseinandernehmen. Und wir sorgen, dass sie so verschrottet sind, dass man sie nicht mal als Ersatzteile brauchen kann. Wobei das wahrscheinlich eine eher doofe Materialverschwendung ist, I guess. Aber was kann man da schon groß tun? Ich könnte ja natürlich einfach nur durchrennen versuchen, aber bedenkt, wie das beim letzten Mal endete, würde ich mal sagen, dass das keine so gute Idee ist. Ja gut, Thermo-Attacken bringen bei so Gegnern jetzt nicht super viel. Aber, naja. Der erste Jet Shred ist ja fast tot. Ist ja nicht super gefährlich oder so, es ist einfach, es dauert. Weil die Gegner haben mittlerweile auch sehr viel KP. Na komm. Ah, da-dam, da-dam. Es konzentrieren sich doch alle auf den gleichen Gegner, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Und... gedragt. So, das ist der nächste. Kampfmenü... Angriffe fokussieren. So. Oh Gott, da ist ja noch ein Gegner angekommen. Ja, was kann ich euch denn noch so Interessantes erzählen? Ich habe es wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber ich hatte in Bälde Fragezeichen irgendwann mal abgehakt. Den Multiplayer-Modus probieren, beziehungsweise halt gucken, wie das funktioniert. Mit der Kollegin, die hat sich ja letztens auch Xenoblade geholt. Was ich super finde, also das habe ich ja gleich unterschrieben. Und ja, dann kann ich euch später irgendwann mal erzählen, wie das so ist, weil ich glaube, das Projekt wird noch nicht fertig sein, sobald das passiert. Wenn ich den ganzen Kram noch vor Kapitel 12 machen will, den ich noch geplant habe. Und komm schon. Sehr gut. Schon Spannungspunkte kriegen und... das soll es eigentlich gewesen sein. Den hier. Und zack. Bitte Angriffe fokussieren. Damit wir den Typen schön recken können. Nochmal seine physische Resistenz senken. Zack. Das wäre auch noch schön. Helfen. Und weiter geht's. Ich muss sagen, ich mag das Kampfsystem. Mittlerweile bin ich ziemlich gut dran gewöhnt. So. Tschüss. Und weiter geht's. Ja, ihr seht, die Kämpfe dann echt... die dauern. Wahrscheinlich gibt's auch eine... also, höchstwahrscheinlich kann man sich einfach so richtig gut ausstatten, dass man die Gegner einfach relativ easy peasy weghockt. Also wenn man weiß, was man erwartet, kann man sich die richtigen... Waffen und Fähigkeiten, so Sachen halt. Oh. Oh. Ein Berster. Schön. Pascal-Waffen. Aber für ein Playthrough. Für ein Playthrough kommen wir einfach mit roher Gewalt durch, sag ich mal. So, wo ist jetzt dieser frickin' Schlüssel? Da unten will ich eigentlich nicht wirklich hin. Aber vielleicht komme ich dadurch?
Jetzt sind wir bei so 22. Nein, halt schon. Ich glaube, wir sind bei 25 Minuten. Okay, da wollen wir auch nicht durch. Nee, Da will ich eigentlich auch nicht hin. Ich will vor allem jetzt nicht in den Kampf geraten. Ist hier noch was, oder? Na, wir haben es fast geschafft. Okay, Leute, ich muss sagen, an dieser Stelle werden wir das Episodchen beenden. Hoffentlich ist es jetzt ganz okay lang. Also gut. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Es war ein bisschen ein kampflastiger Part. Boah, falls es wieder so kampflastig wird, überlege ich mir irgendwelche Themen, für die ich euch erzählen könnte. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.